Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zu so früher Stunde so zahlreich hier bei uns erschienen sind. Wir starten den heutigen Workshop bzw. die Serie unserer Workshops mit einem sehr schönen und einfachen Thema am frühen Morgen. Bin ich gut zu hören? Ja. Und aber auch mit einem sehr spannenden Thema unter dem Motto Werde, was du kannst. Das heißt, wir wollen uns mit persönlichen Faktoren beschäftigen, die Sie zum Unternehmer prädestinieren oder die Sie mitbringen sollten, können, wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen starten wollen. Ich habe die Ehre, Sie durch diesen ersten, Also ich darf Sie durch den ersten Vortrag führen. Wir werden nachher auch noch ein Grußwort des Veranstalters bekommen. Der Veranstalter ist aber gerade abhanden gekommen. Das heißt, wir fangen einfach mal mit dem Thema heute Morgen an. Werde, was du kannst, Faktoren des Unternehmererfolgs. Meine Frage zu Beginn in die Runde. Wer von Ihnen ist denn Unternehmer oder heute hier, weil er gern Unternehmer werden möchte? Bitte einfach mal die Hände heben. Okay. Doch eine ganze Reihe von Leuten. Ich denke, für Sie wird es besonders spannend sein, aber auch für die anderen. Und wir wollen das Ganze als Workshop abhalten. Das heißt, Ihre Beiträge sind jederzeit herzlich willkommen, Ihre Fragen sind jederzeit herzlich willkommen. Nach der Präsentation werden wir ohnehin noch ungefähr 10 Minuten für Ihre Fragen haben. Aber Sie können mich auch gerne unterbrechen. Nun, damit Sie wissen, wer vor Ihnen steht, ganz kurz was zu meiner Person. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung als Bankkaufmann absolviert, habe dann Betriebswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität studiert und habe zum Ende meines Studiums die erste Firma gegründet, damals die Capsolution Nanoscience AG, eine Ausgründung aus der Max-Planck-Gesellschaft zusammen mit anderen Wissenschaftlern. Dann im weiteren Verlauf konnte ich eine zweite Gründung begleiten, die Metabolomic Discoveries GmbH. Und ich habe seitdem zahlreiche Beratungs- und Interimsprojekte im Gründungsbereich geführt, bin also auch als Geschäftsführer in verschiedenen Startup-Unternehmen mit dabei und seit 2013 Managing Partner bei Porthos Corporate Finance. Was machen wir bei Porthos? Wir helfen Unternehmen in Start-up-Phasen und in Wachstumsphasen, die Unternehmensausrichtung klar zu gestalten und auch entsprechend zu finanzieren. Aber jetzt nicht weiter zu mir, sondern konkret zum Thema. Also das spannende Thema lautet, welche Faktoren sind denn wichtig für den Unternehmererfolg? Die Frage wird ja immer wieder gern gestellt. Jeder möchte natürlich gern wissen, was muss ich denn machen, um mit meinem Unternehmen erfolgreich zu sein oder mit meinem geplanten Unternehmen Erfolg zu haben. Ich habe es mir relativ einfach gemacht in der Vorbereitung. Ich bin einfach mal durchs Internet gegangen, habe mir ein paar gute Quellen rausgesucht. Man findet natürlich unzählige Quellen zu dem Thema und ich habe mal die wichtigsten Punkte für mich oder sagen wir, von denen ich denke, dass die für Sie interessant und relevant sind, herausgesucht. Das Ganze ist keine wissenschaftliche Abhandlung, die gibt es natürlich auch zuhauf, sondern eher eine Zusammenstellung dessen, was ich dort finden konnte. Und ich dachte erst, es sind viele Faktoren wahrscheinlich, die für den Unternehmenserfolg verantwortlich sind, aber ich habe ein sehr schönes Kommentar gefunden zu dem Thema. Warum ist eigentlich ein Unternehmer erfolgreich? Nämlich, da steht im Internet von der Roman-Herzog-Stiftung, erfolgreiche Unternehmer kommen oft aus einer Familie mit einer Geschwisterzahl zwischen 2,3 bis 2,6 Kindern. Bei weniger als 1,9 Geschwistern sinkt die Wahrscheinlichkeit des unternehmerischen Erfolgs deutlich. So, jetzt können Sie alle, die hier Unternehmer sind oder werden wollen, sich fragen, aus welcher Familie kommen Sie? Wer hat denn von den Unternehmern zwischen 2,3 und 2,6 Geschwister? Okay, einer. Okay. Die anderen haben dann wahrscheinlich Pech gehabt. Da wird dann nichts draus aus dem Unternehmen.
Aber interessant ist auf jeden Fall mal zu sehen, in welchen Dimensionen auch Forscher unterwegs sind, wenn es darum geht, herauszufinden, was sind die entscheidenden Faktoren. Und anscheinend hat der familiäre Background durchaus einen Einfluss. Aber keine Frage, es kann natürlich nicht der einzige Faktor sein, sondern ich denke, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass der Unternehmenserfolg niemals das Resultat eines einzelnen Faktors sein kann, sondern von zahlreichen verschiedenen. Und damit das Ganze hier etwas lebendiger wird, ist meine Idee die gewesen, dass ich Sie mal frage, was denken Sie denn, welche Parameter, welche Faktoren wichtig sind. Wir schreiben uns einfach mal 10 Faktoren auf und dann schauen wir mal, wie wir durch die Runde kommen und was davon am Ende noch übrig geblieben ist. Ich frage einfach mal in die Runde, was denken Sie denn, welche Faktoren sind für den Unternehmenserfolg wichtig? Und wir reden ja heute über Sie bzw. über die Person des Unternehmers. Das heißt, es geht um persönliche Faktoren. Ja, bitte? Okay, Zielsetzung und Zielstrebigkeit. Zielsetzung, Zielstrebigkeit. Okay, was gibt's noch? Wer möchte noch was sagen? Sie, was denken Sie? Wie bitte? Die Idee, okay, ja. Die Idee, bitte. Entscheidungsfreudigkeit, okay. Und dann nehmen wir noch mal noch 2 dazu. Entscheidungsfreudigkeit, bitteschön. Fachkenntnisse, okay. Und noch einen letzten Punkt. Durchhaltevermögen, okay. Gut. Ich habe mir die 5 Punkte mal notiert und werde mal sehen, inwieweit diese Punkte dann auch in meinem Vortrag ihren Niederschlag finden. Und am Ende können wir gar noch darüber sprechen. Klar ist, also das Thema Fachkenntnis wurde ja angesprochen. Ich denke, das ist erstmal unbestritten. Derjenige, der ein Unternehmen in einer bestimmten Branche etablieren möchte, der oder seine Partner sollten über die notwendige Sach- und Fachkenntnis verfügen. Ansonsten brauchen Sie eigentlich damit nicht anzufangen. Im weiteren Verlauf würde ich mich gern auf eher so die softeren Faktoren konzentrieren, also die über die Fachkenntnis hinausgehen. So, wenn man die Internetrecherche durchführt, dann findet man sehr viele Punkte, proaktives Handeln, verantwortungsorientiert, lösungsorientiert, konsequent, Klarheit, viel Power und Energie, informationsorientiert ist darunter, aber auch das Stichwort Produkt eines Teams, also der Gedanke Team kommt immer wieder zum Ausdruck, aber auch aus Fehlern lernen und Misserfolge überwinden, wahrscheinlich ein ganz interessantes Thema, oder als Unternehmer durchbrechen Sie Strukturen und Bürokratie, fand ich auch ganz interessant. Ich habe mir einige dieser Punkte mal rausgesucht, damit es nicht zu viel wird und gehe die mit Ihnen einfach mal durch. Was in der Literatur ziemlich eindeutig immer wieder betont wird, ist das Leistungsmotiv des Unternehmers. Nur wer ein hohes Leistungsmotiv besitzt und einen großen Antrieb zur Selbstverwirklichung hat, der ist chancenreich. Interessant also auch der Punkt chancenreich. Als Unternehmer nutze ich Chancen und dafür brauche ich ein Leistungsmotiv und einen Antrieb zur Selbstverwirklichung. Das heißt, wenn Sie sich als zukünftiger Unternehmer ja sagen, ich will mehr leisten als im Angestelltenverhältnis zum Beispiel, muss ja nicht schlecht sein, aber Sie wollen einfach mehr machen und Sie wollen Ihre eigenen Ideen verwirklichen. Wenn das eines Ihrer Hauptmotive ist zur Unternehmensgründung, dann sind Sie durchaus erstmal auf dem richtigen, in der richtigen Richtung unterwegs. Bei mir war das damals genauso. Ich hatte die Möglichkeit zwischen Dissertation, Berufswahl oder Unternehmensgründung und habe mich dann bewusst für die Unternehmensgründung entschieden, einfach aus dem Trieb heraus, mich selbst zu verwirklichen oder Ideen mit anderen gemeinsam selbst zu verwirklichen. Und dann tun sich Chancen auf. Nun, das sind ideale Fälle, in denen man sagt, okay, ich fange mal einfach mit meiner eigenen Idee an und der Unternehmensgründung. Aber es gibt tatsächlich noch andere Situationen,
in denen Unternehmensgründungen erfolgreich sind. Das Statement von der Roman-Herzog-Stiftung lautet, wird eine Firma aus der Not gegründet, so ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs am größten oder am höchsten. Ich finde es also sicherlich diskussionswürdig, ob gerade diese Firmen dann die erfolgreichsten sind. Aber Fakt ist, also auch in schwierigen Situationen kommen Leute zu der Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen und sind damit erfolgreich. Und was kann denn der Autor damit meinen, ja, in einer Not eine Firma zu gründen? Naja, ja? Ein Leidensdruck? Was sagten Sie noch? Antrieb durch Leidensdruck, ja, sicherlich. Also es gibt auch Investoren, die sagen, die Startup-Unternehmen, die sollen immer Druck haben und das Geld darf gar nicht zu viel auf dem Bankkonto sein, sondern die sollen nicht wissen, wie sie eigentlich das nächste halbe Jahr finanzieren, dann sind sie richtig gut. Also ich persönlich denke da etwas anders, ja. Also eine gewisse Entspanntheit gehört auch dazu, gute Entscheidungen zu treffen, aber irgendwas macht der Druck auch. Er führt zumindest dazu, dass die Leute versuchen, Komplexität zu vermeiden, dass sie sich auf das Wesentliche besinnen und sich fragen, angesichts des Drucks, angesichts der unmittelbaren Limits, die um mich herum bestehen, muss ich eine klare Entscheidung treffen und ich kann mir gar keine Spielplätze, keine Baustellen, unnötigen Baustellen im Unternehmen erlauben. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder auch in Startup-Unternehmen oder auch in anderen Unternehmen sehe, dass ich das Management doch mit vielen Fragen beschäftigt, auch mit vielen unnötigen Fragen und die Aufgabe ist es immer dann auf das Wesentliche zurückzukommen. Und um nochmal diesen Bankkontostand anzusprechen, also tatsächlich ist es so, dass Unternehmen, die erstmal viel Geld zum Beispiel von einem VC, Capitalgeber bekommen, dass die in der Vergangenheit begonnen haben, alle möglichen Projekte anzufangen, zahlreiche R&D-Projekte zu beginnen, weil man hat ja das Geld und das reicht erstmal. Und meistens, wenn das Geld dann irgendwann doch droht, dem Ende zuzugehen, dann fängt man sich an, auf die wesentlichen Sachen zu besinnen. Also in dieser Aussage steckt auf jeden Fall auch durchaus ein Stückchen wichtige Wahrheit. So, wer sich nichts zutraut, muss sich nicht wundern, wenn auch andere ihm nicht zutrauen. Der Unternehmer, der sich was zutraut, es ist ja so, wir alle haben ja mal gute und mal schlechte Zeiten oder sind uns unsicher betreffend der Zukunft. Und ich erlebe es bei mir selber, dass wenn der Tag mal nicht so gut läuft, dann fängt man an, sich schon am Morgen dafür zu entschuldigen, warum denn das nicht klappen könnte. Ne? Also das sehen wir im Arbeitsverhältnis, wenn wir morgens zur Arbeit kommen, da ist eine große Aufgabe vor uns, dann sagt der eine schon, ah, mir geht es heute nicht so richtig gut und oder ich musste gestern noch so viel machen. Man versucht die Erwartungshaltung des anderen irgendwie zu beeinflussen, falls nämlich für den Fall, dass das Ganze schief geht. Durchaus ja, eine absolute positive Einstellung erstmal, die Erwartungshaltung nicht zu groß zu halten, aber was passiert mit dem anderen? Naja, der fragt sich schon, weiß der denn wirklich, was er tut? Wie hat er sich denn vorbereitet? Ist es wirklich vielleicht der Richtige? Und das gleiche Phänomen beobachte ich regelmäßig bei Start-up-Unternehmen, die zu einem Pitch gehen oder die ein persönliches Interview mit Investoren haben, dass man schon von vornherein auch in der Anbahnung des Kontakts nochmal darauf hinweist, was nicht funktionieren könnte. Ja. Aber letztendlich will das ja gar niemand wissen, sondern die Leute wollen ja von ihnen überzeugt werden. Das heißt, machen Sie sich klar, was Sie vertreten und dass Sie oder Ihr Team die Richtigen dafür sind. Und strahlen Sie das auch nach außen aus, dann werden auch andere dieses Zutrauen in Sie entwickeln, dass es Probleme gibt im Unternehmeralltag oder gerade in der Unternehmensgründung, ist völlig klar, dazu kommen wir gleich nochmal. Diese Probleme sind ja alltäglich, aber die müssen zurückgestellt werden und der Unternehmer ist erfolgreich, der es schafft, jeden Tag morgens aufzustehen, die Probleme erstmal auszublenden an der Stelle und morgens zu seinen Kollegen und seinen Mitarbeitern geht und die Zuversicht ausstrahlt. Ja, und dann entwickeln alle anderen auch automatisch eine positive, meist doch eine positive Ausstrahlung. Wenn ich mich morgens als Manager eines Unternehmens hinstelle und sage, ach Mensch, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schaffen, ja, das Geld ist in 3 Monaten alle. Ja, was sollen die Leute denken? Also ich hatte Anfang des Jahres die
Gelegenheit, in ein Unternehmen zu kommen, welches gerade durch große Krisen gegangen war. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter waren nicht mehr da. Und nun ging es darum, in der Zwischenzeit neue Investoren zu finden. Und ich wusste von Anfang an nicht, ob das wirklich gelingen wird, ob die neuen Investoren, mit denen wir zum 1.1. im Gespräch waren, ob die tatsächlich das Geld mal bereitstellen werden. Aber welche Alternativen hatte ich? Ne? Also ich hätte denen sagen können, okay, passt auf, da wird vielleicht was, aber vielleicht auch nicht. Jeder Einzelne muss dann für sich entscheiden, was er macht. Die guten Leute gehen dann meistens sofort. Aber ich konnte mit gutem Gewissen sagen, wir werden es schaffen. Ich habe es in der Vergangenheit schon des Öfteren geschafft. Also wird es auch wieder schaffen. Die Vorzeichen waren doch mehr als positiv. Naja, und mit diesem Zutrauen nach außen hin signalisiert, gehen auch die Leute mit, bleiben an Bord und freuen sich nachher umso mehr, dass sie da gemeinsam mit den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung weitergehen können. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Unkonventionalität. Dazu sagt das Internet, also was ist Unkonventionalität? Die Bereitschaft zum Finden von Handlungswegen, die in einer Gesellschaft nicht normiert sind. Das fängt natürlich mit der Gründungsidee an. Ne? Also die Gründungsidee wurde ja auch genannt. Ich denke, das ist der Kern des Ganzen. Ich bin innovativ, ich bin unkonventionell. Ich habe eine Lösung für etwas, eine Lösung, die es vielleicht so noch nicht gibt. Aber ich muss mir auch darüber im Klaren sein, dass viele der Wege, die ich gehen werde, unkonventionell sein werden. Ich denke, in vielen Bereichen geht es schon los in der eigenen Familie. Da sagt die Tochter, okay, ich will jetzt doch meine eigene Firma gründen. Ich werde doch nicht Jura studieren. Ja? Oder ich habe Jura studiert und gehe dann aber doch nicht in die große Kanzlei, sondern mache jetzt mein eigenes Unternehmen. Ich denke, in vielen Fällen wird die Familie erstmal so reagieren und sagen, bist du dir überhaupt im Klaren, was du da tust, welche Risiken du eingehst, welche Zeit du verschenkst und so weiter und so fort. Und wer da sagt, ja, ich gehe trotzdem den unkonventionellen Weg, der hat zumindest der Literatur zufolge doch ganz gute Chancen, im weiteren Verlauf auch erfolgreich zu sein. Und sie sind als Unternehmer ja täglich in der Situation, eine Entscheidung zu treffen zwischen ja, Wohl oder Übel, zwischen auch oftmals, hört sich vielleicht sehr scharf an, aber zwischen am Rande der Legalität. Ja, also zum Beispiel, wenn es um Fördermittel geht, dann wissen Sie manchmal nicht, können wir nun eigentlich noch die Eigenmittel aufbringen für die Fördermittel oder nicht? Und dann sagen Sie mit der Zuversicht, okay, wir werden es schaffen, ich kann auch meine Unterschrift dafür hingeben. Eine ängstliche Person, die konventionell handelt, so der klassische Buchhaltertyp, nichts gegen Buchhalter, aber der würde sagen, nee, das muss doch alles ganz klar vorher geregelt sein, ich gehe da jetzt nicht ins Risiko und wir machen hier Dienst nach Vorschrift. Also Unkonventionalität scheint ein wichtiger Punkt zu sein, wenn Sie für sich selber sagen, ja, ich bin auch so ein Typ, ich gehe gerne mal einen unkonventionellen Weg, im Privaten wie jetzt auch im Beruflichen, dann haben Sie auf jeden Fall eine Eigenschaft, die Sie mit vielen anderen erfolgreichen Unternehmern verbindet. Ja, was haben wir noch für einen Punkt? Der erfolgreiche Unternehmer ist mutig, aber nicht kühn und schon gar nicht tollkühn. Auch ein nettes Zitat. Ne? Was will man uns damit sagen? Also klar ist, dass die Risikobereitschaft hier im Vordergrund steht. Risikobereitschaft, ich weiß ja gar nicht, was morgen kommt. Und auch wenn ich mich gut vorbereitet habe, es gibt ja den Markt, es gibt die Kunden, es gibt Investoren, keiner weiß am Ende wirklich, wie die mal reagieren. Wird denn meine Idee, mein Produkt so angenommen, wie ich mir das vorstelle? Und jeder, mit dem Sie sich unterhalten, der eine ähnliche Unternehmensgründung hinter sich hat, der wird sagen, Mann, da passiert jeden Tag so viel und am Ende kommt was ganz anderes raus, als du eigentlich mal dachtest. Tatsächlich ist es ja so, viele der Unternehmen, die gründen, die starten mit einer Idee, die sie spätestens nach 2 Jahren wieder verwerfen müssen, aber im Positiven, weil sie gelernt haben, was die Kunden wirklich für Bedürfnisse haben, wofür sie wirklich bereit sind zu zahlen. Und damit formen sich Geschäftsideen. Aber dieses Risiko muss sich klar sein. Das heißt, das Risiko, dass die ganze Sache morgen in Frage gestellt wird. Aber wenn es heißt, nicht kühn und schon gar nicht tollkühn zu sein, ja, was will man uns damit sagen? Also ich denke, klar ist, einfach nur von sich davon auszugehen, dass die Idee gut ist, das ist ein guter Anfang, aber
oft nicht ausreichend. Das heißt, ich muss mich informieren. Ich gehe nicht mit meiner Idee in den Markt und schaue mal, was passiert, sondern ich versuche mich möglichst vorher zu informieren über die Preise, über die Zahlungsbereitschaft der Leute, über regulatorische Anforderungen in den Markt. Das heißt, derjenige, der sich frühzeitig Beratung sucht, der sich informiert, der handelt vorausschauend angemessen und vermutlich nicht kühn und schon gar nicht tollkühn in dem Sinne. Die Nachhaltigkeit im Unternehmersein steht eben hier im Vordergrund. Also ich kann von heute auf morgen eine kurzfristige Entscheidung treffen, vielleicht als Abteilungsleiter in einem Unternehmen. Und ich weiß, gut, wenn das alles schief geht, dann suche ich mir einen neuen Job. Im Unternehmen geht es um die Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, Sie müssen Ihre Mannschaft ernähren. Sie müssen die Erwartungen der verschiedenen Beteiligten erfüllen. Und das geht nur über lange Jahre. Daher kühn zu sein, ein hohes Risiko einzugehen, ist anscheinend nicht der richtige Weg. Das heißt, sich von vornherein auch Grenzen aufzuzeigen, wie weit will ich gehen, wie weit kommuniziere ich beispielsweise zu meinen Gesellschaftern, das ist ein wichtiger Punkt, dessen man sich vorher im Klaren sein muss. Sie merken schon, viele dieser Punkte sind auch miteinander verbunden, nie ganz klare Faktoren im Einzelnen. Auch ein ganz interessantes Zitat. Ne? Labile Persönlichkeiten mit depressiven Tendenzen, aber auch beziehungs- und kontaktgestörte Menschen haben es als Unternehmer sehr schwer. Auch wieder ein Zitat von der Roman-Herzog-Stiftung. Okay, ne? Also ich glaube, derjenige, der hat es grundsätzlich nicht einfach im Leben, nicht nur als Unternehmer, sondern auch im Alltagsleben. Aber was will uns der Autor damit sagen? Ich agiere als Unternehmer nicht alleine. Ich bin mit anderen Teammitgliedern zusammen, mit Mitarbeitern, mit Kunden und das jeden Tag aufs Neue. Wenn ich merke, dass ich doch eher ja, zur Depression neige oder doch mit Beziehungen gar nicht so klar komme, auch das kann ja angeboren sein, ne? Und mir fällt es auch schwer, diese Grenzen zu überwinden, dann muss ich zumindest erkennen, dass das ein Problem ist als Unternehmer. Denn ich muss Kunden begeistern, ich muss Investoren begeistern und das werde ich mit meinen Anlagen, so wie sie sind, da nicht schaffen. Leider ist das ein Punkt, den viele Unternehmer erst relativ spät verstehen. Also es gibt Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer in guten GmbHs, die das bis heute noch nicht gelernt haben und sich dann wundern, warum es regelmäßig Kommunikationsschwierigkeiten mit den Kunden oder mit Partnern gibt. Aber wenn Sie den Leuten begegnen würden, würden Sie auch sofort sagen, Mann, der ist eigentlich nicht an der Stelle der Richtige. Inhaltlich mag er eine hohe Sachkompetenz haben, aber die Kompetenz mit anderen zu kommunizieren, sich nicht von den Tagesproblemen dort einholen zu lassen und in Depressionen zu fallen, das kann dann derjenige nicht. Und hier ist es, denke ich, ganz wichtig zu sagen, okay, ich erkenne diese Limits und ich suche mir die Leute, die mir da weiterhelfen. Ich suche mir also einen Partner im Unternehmen, der besonders kommunikationsstark ist, weil ich weiß, Kommunikation spielt eine wichtige Rolle. Es kommt also nicht nur auf die inhaltliche Kompetenz an, sondern darauf, dass Sie als Team hier möglichst mit viel kumuliertem Optimismus und Kontaktfreudigkeit nach außen gehen. Nur wer in hohem Maße belastbar ist, wird die täglichen Stresssituationen bewältigen. Auch ein interessanter Punkt. Sie haben als Unternehmer viele Aufgaben zu bewältigen und zu diesen Aufgaben gehören viele Auf- und Abs. Und ich behaupte, das ist in viel höherer Frequenz und auch in viel höherer Ausprägung der Fall wie in einem normalen Angestelltenverhältnis, wo Sie doch klar abgegrenzte Aufgaben haben, wo der Arbeitsbereich relativ überschaubar ist. Wenn Sie für sich sagen können, ich bin auch unter starken Belastungen in der Lage, meinen Alltag zu gestalten, dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Denn Fakt ist,
Sie werden viele positive Erlebnisse als Unternehmer haben. Und wir lesen ja jeden Tag darüber, da wurde wieder ein großer Fonds geraced oder ein Unternehmen hat eine hohe Beteiligung eines Investors bekommen, über 30 Millionen Euro. Die anderen haben ihr Unternehmen verkauft für 100 Millionen Euro oder der nächste hat wieder einen großen Deal gemacht. Das sind Beispiele, an denen wir uns natürlich auch gern orientieren. Da steht immer weniger vielleicht die Selbstverwirklichung im Vordergrund als der monetäre Wert des Ganzen. Aber Fakt ist, das sind nur ganz seltene Fälle. Die meisten Unternehmen, die gegründet werden, die werden niemals diese großen wirtschaftlichen Erfolge haben. Und viele der Unternehmer, die in den letzten Jahren gegründet haben, die machen schon wieder was ganz anderes. Die haben vielleicht ihr nächstes Unternehmen gegründet, aber die machen nicht mehr mit dem ersten Vorhaben weiter. Und über die liest man natürlich relativ wenig. Und das ist ein wichtiger Punkt, damit umgehen zu können. Das heißt, machen Sie sich selber klar, wie Sie persönlich aufgestellt sind, wie Sie Stress bewältigen können und ob beispielsweise Sie eine Idee haben, wenn das ganze Vorhaben nicht funktioniert oder der erste Ansatz, den Sie verfolgen, dass der ja doch am Ende gar nicht angenommen wird von den Kunden. Wie würden Sie mit solchen Situationen umgehen? Ja, haben Sie eventuell auch schon eine Alternativstrategie entwickelt? Das sind wichtige Punkte, mit denen man sich vertraut machen muss. Und letztendlich gehören dazu auch ganz bittere Entscheidungen. Also ich selbst musste ja nahezu so viele Leute schon entlassen, wie ich eingestellt habe. Auch das gehört immer wieder dazu, leider. Ja. Und besonders schwierig wird es dann, wenn persönliche Beziehungen eine Rolle spielen. Also normalerweise in der Interaktion spielen persönliche Beziehungen immer eine Rolle. Aber gerade wenn dann noch private Kontakte dazukommen, dann wird es besonders schwierig. Meine persönliche Empfehlung ist hier, private Beziehungen möglichst wirklich außen vor zu lassen. Die gehen dann meistens in schwierigen Situationen dann doch den Bach runter. Aber das heißt, als Unternehmer ist man nicht nur Manager von schönen Aktionen im Sonnenschein, sondern es gibt mindestens genauso viele verregnete Tage, in denen Sie ganz schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und daran scheitern viele Leute, die können nicht die richtigen Entscheidungen treffen, das heißt keine klaren Entscheidungen treffen oder sie versuchen Konflikte zu vermeiden, was dazu führt, dass die Situation meistens nicht besser wird. Prüfen Sie also Ihre eigene Konfliktfähigkeit. Ja, der Erfolg hängt von der Fähigkeit ab, Probleme selbst in die Hand zu nehmen und in Konfrontation mit Problemen keine abwartende Haltung einzunehmen. Also Stichwort Problemlösungsorientierung. Es kursiert da im Netz ein ganz interessanter Slogan, Unternehmer statt Unterlasser. Fand ich ganz nett. Also die Erfahrung zeigt doch, dass Probleme eben oftmals ausgesessen werden, ne? Und man denkt, ach, es wird sich schon irgendwie regeln. Aber das ist eben mitnichten so. Und hier sind Sie als Unternehmer gefragt, rechtzeitig zu agieren. Also von der Fähigkeit ab, Probleme selbst in die Hand zu nehmen und Probleme eben nicht auszusitzen. Wie ich schon sagte, gerade in Finanzierungsfragen neigen Unternehmen regelmäßig dazu, Sachen zu verdrängen. Und meistens kommen sie erst zu einem Berater, wenn das Geld schon alles ist. Und dann heißt es ja, könnt ihr uns denn nicht einen Investor besorgen? Das geht in kurzer Zeit meistens überhaupt nicht. Das heißt, beispielsweise, wenn Sie die Finanzierung für Ihr Unternehmen gesichert haben, fangen Sie dann schon an die nächste Finanzierungsrunde zu denken. Also wie beim Fußball nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist in Finanzierungsfragen und in vielen anderen Belangen genauso. Ruhen Sie sich nicht auf Erfolgen aus, sondern fangen Sie an, frühzeitig über das Ende des Erfolgs nachzudenken und das auch entsprechend zu kommunizieren. Beispielsweise, was ist üblich, wenn Sie andere Gesellschafter mit an Bord haben? Sie vereinbaren Ziele, Sie vereinbaren Meilensteine und es gehört absolut zum täglichen Geschäft, dass diese Ziele nicht erreicht werden und die Meilensteine nicht erreicht werden. Da macht es überhaupt keinen Sinn, darüber nicht zu reden und darauf zu hoffen, dass der Meilenstein am Ende doch noch erreicht wird. Oder man fängt an, Ausreden zu finden, warum das dann eigentlich schon immer alles anders gemeint war. Hier ist die Erfahrung aus der Praxis, je frühzeitiger ich anfange, über Probleme zu sprechen,
je früher ich meine Beteiligten an Bord hole und über Lösungsmöglichkeiten diskutiere, desto erfolgreicher ist nachher die Problembewältigung in dieser konkreten Situation. Und meistens freuen sich auch die Beteiligten darüber, wenn Probleme offen aufgezeigt werden. Dadurch entsteht Vertrauen, und Vertrauen ist ein wesentlicher Punkt, auf dem die Geschäftsbeziehungen basieren. Was haben wir noch von den wenigen Punkten? Die Top-Unternehmer sind sich bewusst, dass sie nur im Team erfolgreich sein können. Nahezu trivial, ne? Sie erhalten nicht nur Anerkennung, sondern geben sie auch an ihr Team weiter. Ich habe jetzt hier wenig über Führung gesprochen oder so viel gar nicht, ne? Oder über den Gedanken, wie man in Organisationen miteinander umgeht. Aber wichtig ist alle Male, als einzelner Gründer ist man ja doch so gut wie verloren, meine ich. Wir schaffen es heutzutage bei der Komplexität der Anforderungen nur im Team zu agieren. Und hier ist wichtig, dass Erfolge gemeinsam gelebt werden, so wie auch Misserfolge. Es passiert immer wieder, dass beispielsweise Gründer eines Unternehmens, die mittlerweile dann auch ein Team um sich geschart haben, dass die dann doch Erfolge immer nur als Gründer feiern. Ne? Zum Beispiel, man hat einen Gründerpreis bekommen und dann das Erste, was man macht, man nimmt den Preis und teilt den unter den Gründern auf. Und dann macht man vielleicht noch eine kleine Danksagung an das Team. Da entstehen frühzeitig Diskrepanzen zwischen Team und Gründern. Ehrlich gesagt, Gründer sein, ja, ist eine tolle Sache, aber der eigentliche Erfolg des Unternehmens hängt vom Team ab. Und sich das bewusst zu machen, dass die Gründung wirklich nur ein ganz kleiner Meilenstein ist und der wesentliche Erfolg von allen anderen Beteiligten gemeinsam ist und das auch entsprechend zu leben, ist ein wichtiger Punkt, den man sich jeden Tag wieder von Neuem sagen muss. Und das heißt auch in guten Situationen, wenn ich als Gesellschafter einen Gewinn mache, dann auch die anderen daran partizipieren zu lassen, gerät zu oft in den Hintergrund, weil klar, man wollte schon immer mal viel Geld verdienen, dann hat es am Ende alles länger gedauert, als man dachte und der Profit ist auch nicht so hoch. Aber hier ist wichtig, die anderen mit zu beteiligen, denn gute Leute sind schwer zu motivieren. Die Enttäuschung, die ist schnell erreicht und dass ein guter fortgeht, ist auch leider oft zu schnell der Fall. Das heißt, Vertrauen, gemeinsame Beziehungen langfristig aufbauen, die anderen am Erfolg partizipieren zu lassen und Motivation weitergeben, ist anscheinend ein ganz wichtiger Punkt im erfolgreichen Unternehmersein. Ein weiterer Punkt, die Klarheit. Eine englische Website sagt dazu, Clarity is a prerequisite to success in business. Ich denke, eigentlich hätte man das auch schon ganz nach vorne stellen können, Klarheit. Ja. Wo fängt die Klarheit an? Warum ist es so wichtig? Wir haben über unsere Idee gesprochen, gleich zu Beginn. Ja, wenn ich die nicht klar formulieren kann, dann wäre ich auch schwer, andere dafür begeistern können. Sie kennen diesen berühmten Elevator-Pitch vor Investoren oder auch vor anderen Beteiligten. Denken Sie immer daran, Sie müssen in der Lage sein, wirklich in kurzer Zeit präzise zu formulieren, wo Sie hin möchten. Und das gelingt ja wirklich den wenigsten Leuten. Meistens bekommt man erst mal 5 Minuten eine Erklärung darüber, was man alles machen kann. Und erst am Ende erfährt man, was die Firma eigentlich wirklich machen soll. Also nutzen Sie hier auch die Beratung, nutzen Sie hier Coaches, um von vornherein klar zu machen, was Sie eigentlich als Geschäftsidee verfolgen. Und diese Klarheit, Sie kennen alle das Thema Businessplan, Canvas-Modell, wo unterschiedliche Parameter eines Businessplans abgehandelt werden, die müssen klar sein, die müssen eindeutig sein. Man muss sie in der Nacht fragen können, man muss sie wecken können und fragen können, was hast du damit gemeint? Und es muss klar sein. In dem Moment, wo Fragen offen bleiben, haben sie schon verloren. Und der entscheidende Punkt ist, Klarheit ist deswegen wichtig, weil sie Ziele definieren müssen. Ziele für sich, Ziele für ihre Mitarbeiter. Und viele von Ihnen werden es kennen, auch aus eigener Erfahrung. Ja, wenn die Ziele nicht klar definiert sind, zum Beispiel für den Bonus eines Mitarbeiters, dann haben Sie zwar eine schöne Formulierung in Ihrem Arbeitsvertrag, aber am Ende des Jahres sitzen Sie da als Vorgesetzter und sagen, naja, also du bekommst eigentlich einen Bonus laut Vertrag. Das Unternehmen ist eigentlich gar nicht so, hat sich gar nicht so gut entwickelt, wie wir jetzt dachten, aber so wie der Bonus da formuliert ist, ist ja doch recht unklar. Da muss ich dir dann auch den Bonus geben, weil der Mitarbeiter, der hat es auch so erwartet. Ne? Das steht so unklar da drin.
der Mitarbeiter muss immer seinen Job machen, jetzt mal etwas lapidar formuliert, das hilft nicht weiter. Also Sie kennen diese SMART-Regel, dass Ziele messbar sein müssen, dass sie nachhaltig sein müssen, dass sie erreichbar sein müssen und so weiter und so fort. Orientieren Sie sich an solchen Arbeitshilfen, an solchen Tools, um Ziele für Sie und Ihre Beteiligten klar zu definieren. Und wenn ich wieder bei dem Thema Investoren bleiben kann, tatsächlich kommen wir ja heutzutage in vielen Business-Fällen nicht ohne Investoren aus, weil wir doch als Unternehmer einen hohen Investitionsbedarf am Anfang haben. Auch da werden regelmäßig Meilensteine formuliert. Und es ist ja mitnichten so, dass ein Investor mal klar in seinem Denken ist oder in seinen Annahmen. Also drängen Sie auch andere dazu, klar zu werden und in einen Vertrag klare Meilensteine zu definieren. Ich hatte im letzten Jahr einen Fall, da war ein englischer Vertrag aufgesetzt worden und da war die Absicht, dass das Unternehmen Umsatzmeilenstein erreichen sollte, zu dem dann bei Erreichen die Investoren die nächste Tranche bezahlen. Und da stand dann drin in dem Vertrag, also the company shall obtain revenues according to HGB, also Handelsgesetzbuch. So, also da wurden bestimmte Terminis miteinander vermixt. Im HGB gibt es ja den Begriff Revenues gar nicht, es gibt ja nur auf Deutsch Umsatzerlöse oder sonst die betriebliche Erlöse. Unter Umständen ist es so, zumindest nach alter Auslegung des HGBs, dass Umsätze nach im deutschen Recht wirklich was anderes sind als im englischen, beziehungsweise da kann man noch mehr dazu zählen. Und was hat die Company dann gemacht? Die Company hatte viel weniger Umsatzerlöse als eigentlich gedacht, aber sie hatten unheimlich viele Fördermittel bekommen. Und dann haben die gesagt, naja klar, wir haben den Meilenstein erreicht, ja, wir haben Revenues. Und Revenues nach unserer Definition sind Umsatzerlöse und Fördermittel. Da ist der Investor natürlich aus allen Wolken gefallen. Sagt, sag mal, seid ihr noch verrückt geworden? Und dann sitzt man vor dem Vertrag und niemand weiß mehr wirklich, wie es gemeint war. Und dann geht es am Ende nur noch ohne Anwälte. Auch hier hätte wirklich noch mal eine Minute oder auch eine Stunde geholfen, die Ziele klar zu definieren, einen Berater hinzuzuziehen, der sagt, ist das eigentlich richtig? Ist das klar und verständlich für alle Beteiligten, was wir hier definiert haben? Und da neigen Unternehmer immer wieder zu, ich sag mal, hemdsärmlichem Vorgehen, naja, der Vertrag, der stimmt schon so, ich habe ja da eine Menge Erfahrung, ich brauche keinen Anwalt drauf schauen zu lassen und so weiter und so fort. Alles Sachen, die Ihnen später wieder auf die Füße fallen. Also nehmen Sie sich Zeit dafür, Sachen klar zu definieren. So, was haben wir jetzt noch? Damit sind wir durch für die, also mit den wesentlichen Punkten, die ich im Internet gefunden habe, wo ich denke, die sind durchaus wichtig, wo man aus der Literatur sieht, okay, da häufen sich die Nennungen, anscheinend sind die genannten Parameter wichtig für den Unternehmenserfolg. Und nun müssen Sie noch herausfinden, welcher Unternehmertyp Sie sind. Denn Fakt ist, der erfolgreiche Unternehmer hat sicherlich nicht all diese Eigenschaften, die wir eben genannt haben. Ne? Die Leute sind sehr individuell. Wenn ich ein Unternehmer im Bauhandwerk bin, kommt es auf ganz andere Sachen an. Da muss ich auch den rüden Ton auf der Baustelle vielleicht beherrschen. Bin ich eher im Altenpflegebereich, muss ich andere Eigenschaften mit mir bringen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie jetzt an der einen oder anderen Stelle gesagt haben, ah, das bin ich eher nicht, ja, dann ist es auch kein Problem. Da finden Sie für sich heraus, wo Sie Ihre Stärken haben und wo Sie Ihre Schwächen haben, denn da brauchen Sie anscheinend Unterstützung. Das heißt, identifizieren Sie Ihre Stärken und Schwächen und begegnen Sie ihnen mit entsprechenden Maßnahmen. Sie kennen alle das Thema SWOT-Analyse aus dem Businessplan, ja, also Stärken, Schwächen, Opportunities und Risiken. Die Sache, die macht man ja nicht einfach nur, weil man sie machen muss, sondern weil man sich dort vor Augen führt, welche Schwächen haben wir denn tatsächlich und auf welchen Stärken können wir ausbauen. Leider auch eine Sache, die immer wieder sehr lapidar gehandhabt wird, ne? Aber nehmen Sie sich die Zeit, denken Sie darüber nach, welche Risiken bestehen und welche externen Faktoren Ihr ganzes Konzept zunichte machen können. Finden Sie darauf rechtzeitig Antworten. Und lassen Sie sich Zeit, überstürzen Sie nichts, aber setzen Sie sich auch ein klares Entscheidungsdatum, denn am Ende haben Sie viel Zeit als Unternehmer, viel Energie verbraucht, aber das ganze Vorhaben ist dann doch nicht erfolgreich gewesen. Daraus kann man lernen,
ganz klar. Und man muss daraus lernen und man kann daraus auch sehr erfolgreich lernen. Aber wichtig ist, die Sachen nicht auszusitzen. Setzen Sie sich mit Ihrem Gründerteam ein klares Entscheidungsdatum, bis wann Sie einen Meilenstein erreicht haben wollen. Und definieren Sie Maßnahmen, die Sie ergreifen wollen, wenn Sie es bis dahin nicht erreicht haben. Ja, soweit der kleine Auszug zum Thema persönliche Faktoren für den Erfolg eines Unternehmers. Klar ist, und das haben wir jetzt vollkommen ausgeblendet in der ganzen Diskussion, Sie können doch der beste Unternehmertyp sein und Sie haben eine maximale Ausprägung auf allen geforderten Eigenschaften, aber am Ende akzeptiert der Markt Ihr Produkt nicht. Am Ende, trotz der besten Vorbereitung, dann kommen Wettbewerber aus anderen Branchen, die Ihr Geschäftsmodell zunichte machen. Die Kunden verändern sich, verändern ihre Präferenzen. Der Investor geht pleite, nicht nur Unternehmen geht pleite, auch ein Investor kann mal nicht länger fortbestehen. Faktoren, die Ihr und Ihren Unternehmenserfolg in Frage stellen, und da können Sie sich noch so große Mühe gegeben haben, am Ende scheitert Ihr Unternehmen daran. Und nicht zuletzt der Zufall, trotz der ganzen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Erfolgsfaktoren für Unternehmen und den persönlichen Faktoren, die ein Unternehmer mitbringen muss, muss man ganz klar sagen, der Zufall, wie überall im Leben, trägt maßgeblich dazu bei, ob Sie jemanden im richtigen Moment treffen, ist auch im Businessleben, so wie in der Partnersuche von elementarer Bedeutung, ob Sie morgen noch genauso gesund sind wie heute oder Ihre Kollegen und so weiter und so fort, spielt eine ganz wichtige Rolle. Das muss Ihnen bewusst sein, es wird nie perfekt sein, Sie werden nie alles planen können, Sie müssen diese Risikobereitschaft mit sich bringen und es auch akzeptieren, dass der Zufall eine Menge mitspielt in Ihrem Unternehmerdasein. Ja, so ist es einfach, jetzt, auch wenn man daraus jetzt nicht eine klare Maßnahme für sich definieren kann. Gut, dann sei es damit gesagt und jetzt haben wir nochmal Zeit für weitere Fragen. Also wir hatten heute ursprünglich gesagt Zielstrebigkeit, wir haben über Ziele zumindest gesprochen, auch über die Klarheit von Zielen. Die Idee, ja klar, die haben wir andiskutiert, die war etwas weniger im Vordergrund. Da hat ja jeder eine ganz individuelle Business-Idee. Entscheidungsfreundlichkeit haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt. Durchhaltevermögen auch, ne, in diesen verschiedenen Situationen. So, wenn Sie noch Fragen haben, dann können wir gerne diskutieren. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen frohen Workshop heute über den gesamten Tag. Wir haben ja zahlreiche andere Themen im Programm. Nutzen Sie dafür die ausgelegten Programme, sich zu informieren, was es gibt. Und ja, dann viel Erfolg im Unternehmer werden und sein.